Liebe Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Heuchler im Koran erwähnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Sura im Koran extra subhanahu wa ta'ala herabgesandt, damit Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaften von den Heuchlern beschreibt, subhanahu wa ta'ala. Und diese Beschreibung ist so viel. Das Wichtigste bei den Heuchlern hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Munafiqun. Das ist eine Sura, die Heuchler. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Wenn die Heuchler zu dir kommen und sagen, wir bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist. Allah weiß, dass du sein Gesandter bist. Und Allah bezeugt, dass die Heuchler lügen. Die haben ihr Iman, ihr Islam nach außen. Die haben das als Vorhang gemacht bezüglich, was sie im Herzen haben. Und was sie tun, ist sehr schlimm. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie beschrieben, indem Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt hat, wenn du sie siehst, dann sagst du, oh, die haben Muskeln und die sind groß und so weiter. Und wenn sie reden, dann sagt man, ach, die reden gut. Aber was sie im Herzen tragen, ist total was anderes. Die kommen nicht zum Gebet. Und die erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala sehr wenig. Diese Leute mögen nicht die Gläubigen. Und die versuchen, wenn sie bei den Gläubigen etwas Gutes sehen, dass sie das immer zu kritisieren. Dass sie das kritisieren, was gut ist bei den Gläubigen. Und wenn den Gläubigen etwas passiert oder widerfährt, was schlecht ist, dann freuen sie sich. Entweder öffentlich oder mindestens innerlich. Und wenn es den Gläubigen etwas Gutes widerfährt, dann sind sie traurig. Und die wünschen den Gläubigen niemals das Gute. Dieser Heuchler hat der Prophet sallam auch erwähnt in der Sunna. Und er hat so viele Eigenschaften von ihnen. Und die wichtigsten von ihnen, von ihren Eigenschaften sind bekannt. Wenn sie reden, dann lügen sie. Und wenn sie Vertrag machen, dann halten sie sich nicht an den Vertrag. Und wenn sie versprechen, dann halten sie ihr Versprechen nicht. Und wenn man ihnen etwas anvertraut, dann sind sie untreu. Und wenn sie streiten, dann übertreiben sie im Streit. Und wir Muslime, wir sollten uns immer Gedanken machen. Haben wir irgendwie solche Eigenschaften? Wenn wir jetzt sowas haben, dann müssen wir Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Und wir müssen das ändern. Und viele denken, ach, ich bin Muslim, ich bin Mu'min, ich habe keine Heuchlerei. Da sage ich hier in diesem Zusammenhang, aufpassen. Die Sahaba, die Allah subhanahu wa ta'ala gelobt hat, von über dem siebten Himmel, haben Angst gehabt, dass sie Heuchlerei bekommen oder in ihren Herzen hätten. Obwohl sie das nicht haben, aber sie haben Angst vor Heuchlerei gehabt, weil sie Allah gefürchtet haben. Und in unserer Zeit gibt es auch Heuchler. Früher haben die Heuchler den Islam gezeigt, außen, nach außen, aber innerlich waren sie, wal'iyaz billah kuffar, sie haben den Islam nicht verinnerlicht. In unserer Zeit, die Heuchler, die wir in unserer Zeit haben, die sagen das öffentlich, dass sie gegen den Islam sind und gegen den Koran und gegen die Sunna. Sie verstecken das nicht mehr. Sie verstecken das nicht mehr. In unserer Zeit ist es so geworden, wenn du Allah fürchten willst, dann musst du dich verstecken. Weil wenn du dich nicht versteckst, dann bekommst du ein großes Problem von diesen Heuchlern. Und man merkt, subhanallah, dass die Heuchler in unserer Zeit, die haben als Ziel Die Gelehrten, die wissenden Ulama, die Ulama, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Die versuchen immer gegen die Ulama zu hetzen, damit die Muslime von ihren Ulama wegbleiben. Und wenn die Muslime wegbleiben von Ulama und von den Wissenden, was wird passieren? Die Unwissenheit wird sich verbreiten unter den Muslimen und dann werden diese Heuchler weiter und weiter und weiter machen, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Muslime, zwei Themen. Zwei Themen sind sehr wichtig für die meisten Menschen. Zwei Themen. Frauen und für die Frauen Männer und Geld, Vermögen.
Und die Heuchler nutzen das heute aus, damit sie gegen die Gläubigen, gegen die Ulama, gegen die Mu'minun, damit sie hetzen. Und die sagen, ja, schaut mal, diese Gläubige, die gucken nur Frauen an, oder die Frauen mit Hijab, die gucken nur Männer an, und die anderen, die nehmen Geld, die klauen und so weiter und so fort. Warum machen sie das? Damit die Menschen Allah nicht fürchten. Und weil diese Leute so sind, die Sache ist so, manche Leute sind im Herzen sind nicht sauber. Ihre Herzen sind nicht rein. Der lügt und der wünscht sich, dass alle Leute lügen. Der betrügt und der will zeigen, dass alle betrügen. Der sucht nach Frauen mit Haram und er denkt, dass alle so sind. Und deshalb sagt er von den Gläubigen, dass sie klauen, dass sie lügen, dass sie betrügen, dass sie nach Haram suchen, weil er so ist. Wenn jemand aber sauber ist im Herzen, dann tut er gut denken von den anderen und vermutet gut von den anderen. Wenn er etwas Gutes bei Muslimen sieht, dann sagt er, möge Allah das segnen, möge Allah ihm weiter was geben. Aber den Heuchlern, wenn er bei jemandem was Gutes sieht, dann sagt er, schau mal, bestimmt hat er Haram, durch Haram das bekommen, bestimmt macht er das, subhanallah. Warum? Weil das Herz nicht sauber ist. Allah hat das im Koran erwähnt, liebe Muslime. Allah hat das in Surat al-Tauba erwähnt. Und Allah sagt, einige von ihnen kritisieren dich bezüglich Verteilen von Spenden. Wenn sie davon bekommen, dann sind sie zufrieden. Und wenn sie davon nicht bekommen, dann sind sie unzufrieden und die kritisieren und kritisieren und kritisieren. Der Prophet sagte, oh Leute, die mit ihrer Zunge den Iman zeigen oder sagen, aber in ihrem Herzen haben sie kein Iman. Redet nicht schlecht von den Gläubigen und sucht nicht nach ihren Fehlern. Nämlich derjenige, der nach den Fehlern von den anderen sucht, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn bloßstellen in sein Zuhause. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Aya, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْبِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا. Allah subhanahu wa ta'ala hat das herabgesandt. Die Gelehrten haben gesagt, es gibt zwei Anlässe für die Herabsendung von dieser Aya. Von der Offenbarung. Offenbarungsgrund. Einige sagen, das geht darum, dass einer von Ansar, der Heuchler war, der kam und er hat gesehen, der Prophet sallam, gibt den Armen von Ansar Muhadirin etwas von der Spende. Da hat er gesagt, das war ungerecht. Der Prophet gibt jemanden, den er mag, mehr als die anderen. Und das war nicht so. Dann hat Allah diese Ayah herabgesagt. Der wollte mehr. Und die anderen Gelehrten wie Bukhari zum Beispiel sagen, diese Ayah wurde herabgesandt bezüglich Dhul-Huwaisira al-Tamimi. Dhul-Huwaisira al-Tamimi. Oder sein Sohn. Und zwar dieser Mann kam zum Propheten Muhammad sallam, während der Prophet sallam die Beute verteilt hat auf die Sahaba. Der hat den Propheten von seinem Obertuch genommen. Und er hat ihn gezogen. Und er hat gesagt, sei gerecht, Mohammed, diese Verteilung war nicht vor Allah. Der Prophet sagte, wem? Wenn ich ungerecht bin, wer ist gerecht? Ich bin derjenige, der vertraut ist, die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala euch zu verkünden. Mit anderen Wörtern, du hast zu mir Vertrauen bezüglich Religion, was am wichtigsten ist. Und du hast kein Vertrauen bezüglich Geld, was eigentlich Müll ist. Und das ist die Sache, lieber Muslim, pass auf. Pass auf, wie du denkst und was du im Herzen trägst. Versuch mal dein Herz zu reinigen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir keine Heuchlerei bekommen. Und dass wir keinen Heuchler auch haben. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns festigt und dass Allah von uns annimmt und dass wir ins Paradies kommen.